Katharina, oh, Katharina, ich krieg noch einen Cappuccino, dann fahr ich fort nach Cortina, grüß mich Gott, hallo, mit Joven. Oh, Katharina, Auto und Fels und Kammerino, so viel kann ich doch nie verdienen, grüß mich Gott, hallo. Interessant hier, so werden dann Fahrräder heute transportiert, auf dem Dach des Autos und bitte der Herr aus Flieger noch ein bisschen warten. Manche können in der Kurve gar nicht schnell fahren, ist ja doch immerhin eine rechtwinklige 90-Grad-Kurve. Aber Fahrzeuge, und hier ist einer unserer Motorradfahrer aus der Frühzeit mit der 1902-Verein hier, Winkel mit dem Winker um die Ecke. Und das hier ist der Peugeot 1899, meine Damen und Herren, der ist ein Jahr gebaut worden, bevor das Gasthof Weinhöller fertig war. Hier ist noch ein weiterer MAF von 1908 und dahinter von 1909 der große Renault. Dann folgt der Meyer aus Berlin hier von Familie Füssi mit Holzkarosserie, ein amerikanisches Auto, der in Frankfurt gebaute Adler hier, super schön. Und dahinter dann der Hubmobil aus Amerika, wo Madame auch die Haltekelle raus hat. Der LSU aus der Schweiz läuft wieder, sehr schön. Und hier die FN aus Belgien, das Motorrad der Fabrik Nationale. Das hat unten am Auto und vorne aufgemalt, das alte amerikanische Schiff mit nur einem Zylinder ist unterwegs. Dann ist hier der LSU, der Audi, der als Alpensieger in die Geschichte eingegangen ist. Und dieses Audi-Modell, nicht so lange hier weiter schauen, meine Damen und Herren, da ist der Dillion Motor hier in weiß mit rot-braunen Rädern. Der Alpensieger übrigens von Audi, das war das erste Auto, das die begehrteste Trophäe überhaupt errang, die man hinterher der älteste aller Ford, der Ford N, meine Damen und Herren, der auch schon eine Fußschaltung hat, das dunkelrote Auto, das der Vorläufer des VT-Modells ist, und der sportliche Mercedes mit den Riesenrädern, der Daimler, der benannt ist nach der Tochter des Konsuls in Nizza, wundervolle Rover aus 1914 vom Team Freiberger, der jetzt hier aus der Schweiz, der Opel mit dem Spitzkühler, bei dem nun auch die Benzinversorgung wieder funktioniert und er läuft einwandfrei. Ein sportlicher Zweisitzer filtert hier ein Torpedo, so nannte man sowas auch. Beleuchtungsanlage original. Dann schauen Sie dieses herrliche Wanderermotorrad an. Hier. Die beiden nebeneinander noch mit Linienantrieb. Der Berlier-Rennwagen hier von Herrn Taluzza aus Dresden. Und dahinter der Renault von 1903 als Chauffeurwagen, sogar mit Sprechrohr, damit die Hand hier durchgedreht. Ein Traum von einem VT-Modell, meine Damen und Herren, als Sportausführung.
dahinter, der ist von einer Familie, die sich auch besonders immer um die Geschichte der Gläserkarosserien verdient macht. Hier haben wir sie mit ihrem Uralt-Opel, noch ein Motor, noch aber vier komfortablen Plätzen.